Es geht schon weiter bei Let's Play Wizorb. Ich bin's, euer MC Muffix, und wir müssen hier merkwürdige Schleimis alle machen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das Level schon mal gemacht habe, aber wenn nicht, dann seht ihr es halt jetzt nochmal. Ich weiß, super cool. Und ja, was haben wir so im letzten Part gemacht? Wir haben diesen merkwürdigen Wolf, diesen blauen, alle gemacht. Nein, nicht den Wolf, den ihr jetzt vielleicht denkt, eher so ein, warum sage ich über Wolf, egal, ein Wolf halt, ein so ein, und der hat sich dann nur als kleiner Mini-Hundi rausgestellt. Und ja, wir müssen hier immer noch alles mögliche, alle weghauen, und das natürlich immer mal wieder zu richtig geiler Musik. Ach, Wizard, echt, man, wenn du nicht irgendwie so asozial wärst und wahrscheinlich, wenn man stirbt, dass man alles nochmal neu machen könnte, dann würde ich dich echt lieben. Dann wärst du echt ein nettes Spiel. Aber so, ne. Schleimer ist weg. Armer Schleimer. Ich mag Slimer. Nein, eigentlich nicht. Ghostbusters, da war Slimer unser erster Kampf hier. Unser erster richtig harter Kampf. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Ach, Ghostbusters. Ach, irgendwie habe ich jetzt gerade Lust auf Ghostbusters bekommen. Aber wenn ich hier wieder die Musik höre, dann habe ich echt Bock auf das Spiel. Weil, ey, ganz ehrlich, die Musik ist einfach jetzt schon... Ich sag's viel zu oft, aber die Musik ist einfach so geil. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich reden soll. Aber egal. Ich mache einfach irgendwelche coolen Lückenfüller rein. Übrigens, muss ich nochmal sagen, hier die schwarzen Ränder, für die entschuldige ich mich natürlich, aber ich kann das nicht ändern, da man bei Wizorb nicht die Einstellungen ändern kann. Also, man hat halt das immer so. Normalerweise müsste man das in 720 machen, aber das geht ja nicht. Und deswegen sind die schwarzen Ränder, also 1020x27. Aber wichtig ist es, dass wir Success haben. Und perfekt sogar. Ey, Mann, es läuft. Habe ich jetzt hier eine schöne Pause gemacht und dann bin ich gleich wieder nicht gut, aber... Ich sag nicht, dass ich gut bin. Wenn ich sage, dass ich gut bin, sterbe ich. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich gut bin. Boah, der war gerade richtig mies hier. Stirb, Schleimer. Stirb! Geh doch kaputt hier. Jetzt hab ich meine ganze Magie an dem rausgekommen. Oh, ein Cheatergang wieder. Oh, ein Shop. Was ist das? Ein Clutchy Magic Wand. I assure you want... Ja, kauf ich mal. Leben kauf ich keins. Was? Nein! K muss man ja dafür drücken. Vergesse ich immer. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das gebracht hat, aber... Pff, egal. Sinnlos Geld ausgegeben. Mach ich doch gerne. Was sind eigentlich diese blauen Teile da in der Mitte? Ich glaube, das war die Tür dafür, dass wir es da hinten öffnen können. Die Schalter. Ach, das gefällt mir echt mal. Ich sage, ich muss es echt immer wieder sagen, die Ideen der Spiel sind auch einfach so geil gemacht. Weil wirklich hier so Rollenspielelemente, also von so alten Rollenspielen und sogar japanischen Rollenspielen, würde ich jetzt mal sagen. Was? Was war das für ein hässlicher Leck hier? Ja, das zu kombinieren mit dem Breaker-Prinzip. Ich habe jetzt nachgeschaut, wie das Spiel heißt. Bin ich stolz auf mich. Und... Komm, ich will die beiden Kisten öffnen, bitte. Bitte. Ach, egal. Ach, komm, nein, so. Verdammt, ich kann das nicht mal... Ich kann die Kiste nicht mal treffen. Haut... Nein, ich auf den Block... Lass mal die Blöcke da unten... Da oben noch in Ruhe. Komm. Ach, du bist doch so scheiße. Ja. Schlüssel. Schlüssel, mein Schlüssel, mein Schlüssel. Boah. Skill, Baby. Nein. Ach komm, nicht immer gegen die Kackbüsche. Nein, nicht auf den Stein, nicht auf den Stein. Ich will die Kiste unbedingt noch bekommen. Weil, es ärgert mich etwas, wenn man die... Nein. Oh, Glück gehabt, okay. Oh, ich habe gedacht, die Kisten, die muss man nicht einsammeln. Und dann endet das Level schon. Oh, freue ich mich. Success! Complete. Okay, okay, dann machen wir gleich mal weiter. Da ist ein Schalter. Zack, ja, und natürlich trifft es gleich mal nicht den Schalter. Weil der merkwürdige Busch schon wieder davor war. Weg der Busch. Was sind das überhaupt für, immer für Teile? Also ich glaube, die klauen mir Gold, weil... Also einmal hat mich einer berührt, aber ich glaube, ich Münzen verloren. So sah es zumindest aus, aber... Ich kann mich auf sowas nicht konzentrieren, ich muss mich hier bemühen. Und was hat das immer noch dieses Upgrade gebracht? Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach mal für 50, ob ich das jetzt gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Egal. Ich frage mich eigentlich, ob man auch so mal die Sachen upgraden kann, so wie es halt in Rollenspielen üblich ist. Also ob ich irgendwie mal meinen Zauber oder sowas stärker machen kann oder mein Brett länger machen kann. Mein Brett länger machen kann. Das klingt irgendwie so
Das ist der Anfang eines Pornos. Warum hast du schon wieder gelenkt? Ich meiß mal diesen Teleporter. Spell. Ah, geil! Geil, ey! Ach so, wenn man den macht, dann kann man das mit... Oh! Pornos-Ostian! Das gefällt mir. Das gefällt mir. Zack. Ich mein Krösus hier. Nein, mein Gold, mein Gold, mein Gold, mein Gold. Ich hab Gold verpasst. Egal, aber dieser Teleporter-Launch, der bringt ja echt. Da kann man dann seine Kugel lenken und kann man entscheiden, wo die runterfällt. Gute Idee schon wieder. Weil es ist sinnvoller als dieser Wind, weil der Wind ändert. Also zumindest kommt es mir immer so vor, als würde er gar nichts ändern. Hier ist schon wieder so eine geile Musik bei dem Bonus-Level. Komm. Nein! Scheiße, aber ich habe immer kein Leben verloren. Ach, ja, aber ich habe eine rote Münze verloren. Ach, egal. Kann man nichts machen. Egal, 3 Leben habe ich noch. Damit werde ich zumindest das zweite Level schaffen. Boah, ich bin so gut. Ich bin so Skill, Baby. Ich mein's mal hier. Ach. Glück gehabt, dass ich es nochmal auffangen könnte. Aber das war jetzt echt knapp. Da. Leben. Ah, das ist immer die Entscheidung. Weil, hätte ich es jetzt nicht geschafft, dann hätte ich mich entscheiden müssen zwischen Leben oder Sterben. Ja, richtig philosophisch hier. Was ist das? Das sieht voll böse aus. Wahrscheinlich ist es was super Gutes und ich tue es die ganze Zeit nicht einsammeln. Egal, ich bin super gut. Ich brauche das nicht. Nein, ich habe gesagt, dass ich gut bin. Verdammt, verdammt. Ach geil, jetzt habe ich hier das Gold verkackt. Warum habe ich auch gesagt, dass ich gut bin? Ich sag nie wieder, dass ich gut bin. Das sage ich auch immer. Ich vergesse es immer. Wie komme ich überhaupt darauf? Egal, egal. Okay, gut. Komm, Kiste, ja. Ach, geil. Toll, ein Zauberspruch, ein Böser. Sehr schön. Jo. Oh. Hat ja richtig Speed aufgebaut. Und damit haben wir es geschafft. Success! Übrigens, wenn es stört, dass ich immer Success sage, nicht mein Problem. Complete. Ah, das Leben sieht ja mies aus. Okay, ich habe eine Idee. Was hat mein Zauberspruch gerade gebracht? Ich habe mir gerade einen Zauberspruch angewendet. Ich glaube, der hat nichts gebracht. Oh, hier sind Geheimtüren. Kann ich da irgendwie rein? Ja! Ah, geil! Gefällt mir. Gefällt mir. Erinnert mich gerade irgendwie an Pac-Man hier. Da gibt es ja auch immer diese Tür da. Monster ist weg. Komm. Geh auf die Kisten. Guter Ball. Braver Ball. Oh, böser Ball. Böser Ball. Heute gibt es kein Futter für dich. Jawohl. Eigentlich muss ich den Ball nicht füttern. Egal, ich frage mich immer noch, was das für eine merkwürdige Magie ist, dass er sich in einen Ball verwandeln kann. Aber, ja, diese philosophischen Fragen müssen wir jemand anderem stellen. Okay. Oh, Glück gehabt. Okay, da ist noch eine Kiste. Ja! Boah, ey, Mann, das war jetzt aber gut. Das fand ich jetzt echt gut, die Runde. Success! Also, ich war nicht gut. Der alte Mann war gut. Warum möchte ich nicht wieder hohe Ader bekommen? Okay, ich frage mich, ob es wieder 12 Level sind. Okay, hier. Ich habe hier eine Idee. So, ach komm, verarsch mich. Ich hätte so schön da durchhauen können und die Kugel rutscht da ab. Ach komm, schon wieder. Ey, jetzt habe ich meine Magie verschwendet. Ich hätte hier das alles durchfetzen können. Boah. Egal. Egal. Ein Schlüssel haben wir immer. Damit können wir wieder irgendwelche Cheatergänge uns holen. Auch wenn es aussieht, dass wir hier in der Welt nichts geben davon. Egal. Brauche ich eh nicht. Ich brauche keine Cheatergänge. Denn das Spiel ist gut. Nicht ich. Okay, ich darf auch nicht. Ich darf gar nicht das Wort gut benutzen. Wenn ich das Wort gut benutze, dann sterbe ich. Oh. Verdammt, ich hab's gesagt. Benutzt niemals dieses böse Wort. Gut. Schon der Name erfüllt mich mit Schauder. Egal. Okay, ich versuche jetzt hier nicht mehr zu sterben. Und wie viel Leben habe ich? Ich kann gerade nicht schauen. 3, okay, gut. 3 Leben habe ich noch.
Ah ja, stimmt, ich habe ein Level dazu bekommen. Ich habe mich gerade gefragt, wo meine drei Leben herkommen. Ah! Verdammt. Ja, aber ich würde es echt lieber mit dem Pfeiltasten machen, weil ich glaube, das spielt sich dann so leicht, aber ja, eigentlich finde ich es ganz gut. Man kann ja auch eigentlich sein Gamepad dran schließen, aber ich bin nicht so der... Also, ich bin Gamepad-Fan, also Gamepad würde ich sagen forever, aber ich komme irgendwie immer nicht mit der Konfiguration also fertig. Weil ich habe mal versucht, Red Faction Guerrilla, habe ich mal versucht, das zu konfigurieren. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde rumgespielt. Ne, mehr sogar. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde. Success! Ja, und das Coole daran ist, ich habe das ganze Spiel ungefähr als 5 Minuten gespielt, aber auf eine Stunde Spielzeit, weil ich immer mit meinem Gamepad da rumgespielt habe. Sehr schön, ich weiß. Und dort sind wieder coole Türen. Hallo, ich will in die coolen Türen rein. Dann halt nicht. Ja, ich habe das einfach nicht geschafft, das gescheit zu konfigurieren, weil da war immer irgendwie der Fehler, dass das immer... Oh, cool, Geheimgang. Was ist das? To offset at speed twice slower. Are you sure you wish to push it? Nein, ich wollte... Ich wollte es gar nicht kaufen. Ich will das Leben kaufen. Ja. Okay. Ja, und ich hatte halt immer das Coole, dass... da gehe ich auch noch rein. Ah. Okay, das ist jetzt für die Weile ist das jetzt langsam. Das bringt es mir gar nicht. Egal. Und also ich hatte halt immer den Bug, dass immer... alles hat perfekt funktioniert. Also ich habe da wirklich richtig lang drum gespielt. Das Blöde war nur, eins hat nicht funktioniert. Und zwar das nach vorne gehen. Wenn du immer nach vorne gegangen bin, ist er nach hinten gegangen. Cool, gell? Werdet ihr euch denken. War's auch. Ich habe das einfach nicht geschafft, das hinzubekommen. Ich habe auch die Steuerung extra invertiert dann nochmal. Also invertiert. Damit vielleicht, damit er. Eigentlich wäre es ja logisch gewesen. Weil vorher ist er immer rückwärts gelaufen. Er hätte eigentlich vorgewiesen. Aber damals irgendwie so, dass wenn ich nach vorne gedrückt habe, dass er nach rechts gegangen ist. Und dass wenn ich nach rechts geklickt habe, er nach hinten gegangen ist. Ich habe das alles nicht verstanden. Und das war mir auch am Ende wurscht. Und Red Faction ist. Deswegen zumindest gestorben. Irgendwann will ich mir mal billig für die PlayStation kaufen und dann habe ich damit mehr Spaß. Aber es gab es halt einfach mal für 1,25 auf dem bei Steam und da habe ich mir einfach gekauft. Success! Boah, hier haben wir richtig viel Kohle gemacht. Und die Kugel ist immer noch so langsam. Ich frage mich, wie lange das hält. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich hoffe einfach mal so bis zum Ende der Runde. Nicht laggen. Oh. Scheiß Lags, echt mal. Das kotzt mich an Frips an. Immer, Frips macht ja immer, nicht so, also... Viele denken ja, dass Fraps einfach so ein Video macht. Wenn ich jetzt Aufnahmetaste drücke, dass da einfach ein Video kommt. Deswegen wundert sich auch immer viele Leute, warum habe ich denn 20 Videos dran? Weil Fraps tut die ja immer so zerstückeln, die Videos. In so, also sagen wir mal, wenn ich jetzt so, also es hängt meistens auch etwas davon ab, wie groß die Dateien am Ende werden, weil Fraps macht man eh schon große Dateien. Also zum, also ich weiß jetzt nicht, sowas wie Wizard, allein schon so eine Minute hat schon 3, 4, 5 Gigabyte. Und wenn ich dann sowas wie Mass Effect 2 aufnehme, das hat dann, also da haben... Ich würde sagen, so 5 Minuten haben da mindestens 10-20 Gigabyte. Und das muss man natürlich dann am Ende alles runterrennen. Ich übertreibe vielleicht jetzt etwas, aber es ist also mindestens immer so 10 Gigabyte werden schon leicht immer. Und ja, das muss man, und Fraps macht das halt so, da die Dateien sonst viel zu groß werden, tun die halt immer so die Dateien splitten in so kleinere Dateien. Also, was heißt der klein? Die sind halt dann so 10 Gigabyte, aber anstatt halt so 100 oder 200 Gigabyte groß. Und das kotzt mich aber immer an, weil Fraps macht ja immer einen ganz kleinen Schnitt. Und deswegen kotzt es auch viele Leute an. Deswegen gibt es auch ein Programm. Das wollte ich eigentlich mal testen, aber das ist nur auf Japanisch und Englisch und das ist mir zu komplex. Das heißt Dick Story oder so. Das ist kostenlos. Also ich kann hier mal vielleicht einen Link reinhauen, weil also für Leute, die auch Let's Player werden wollen und das ankotzt, dass man Fraps nur online kaufen kann. Ich habe es auch nur gekauft, da... Nein, ich hab's nicht irgendwie gecrackt, nie. Aber ich hab's bekommen, da es mir ein Freund gekauft hat. Und viele Leute kotzt es ja wirklich an, dass man es nur online kaufen kann. Ich habe die auch mal angeschrieben, ob man es irgendwie anders kaufen kann. Aber die haben da irgendwie so eine Verhaltenspolitik, hat der mir erklärt, dass die halt nur Schecks und im besten Fall... also Schecks ist das Beste, was sie annehmen können. Aber sonst tun sie halt immer nur Kreditkarte machen. Und das ist halt etwas blöd für Leute, die Let's Player werden wollen. Weil für die ist es ja meistens. Weil, also ich meine halt jetzt irgendwie einer, der halt so nicht Let's Play wird, also irgendwie so Videos hochladet, der braucht ja Fraps nicht. Weil Fraps ist ja für Spiele eigentlich auch gedacht. Und ich habe hier gerade richtig unnötig in dem verloren. Und,
Deswegen gibt es halt dieses Programm Dextory. Es ist zwar super komplex, es ist ein Encoder, es ist ein Aufnehmer und es soll super funktionieren und es soll sogar besser sein als Fraps und wie gesagt kostenlos. Ich hau einfach mal einen Link rein. Und ich will jetzt hier dieses dumme Level noch schaffen, bevor der Part zu Ende ist. So. Perfekt. Komm, einmal noch. Ja! Memo mich selbst, freue dich niemals. Immer wenn du dich freust, stirbst. Aber irgendwann haben wir es geschafft und jetzt haben wir noch das Gold und Success! Ja, mit dieser Ausblick in die Let's Play-Szene mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder bei Let's Play Wizard. Bis zum nächsten Mal, ciao!